Hallo ihr Lieben, ich möchte mit euch ein paar Card-Candies basteln und zwar habe ich verwendet hier das Schweinchenstempelset von MFT, die habe ich schon mal vorgestempelt und ausmalen möchte ich die mit meinen Alkoholmarkern, den Spektrum Noirs. Ja, und damit fange ich dann auch direkt einmal an. Verwendet habe ich hier die Farbe CR1. Ja, und jetzt male ich die halt erstmal damit aus und setze ein paar Schattierungen, wie mir das halt gerade gefällt. Das seht ihr ja jetzt hier, das lasse ich jetzt einmal im Schnelldurchlauf durchlaufen und dann bin ich gleich wieder da. So, nachdem ich jetzt die fertig ausgemalt habe, werden die alle noch einmal schön ausgeschnitten. Und ja, nachdem ich damit fertig bin, nehme ich mir nochmal das Stempelset und stempel mir so ein paar Sprüche von dem Set und schneide die dann aus. Ja, da mache ich jetzt halt einfach so kleine Kärtchen, schneide an den Enden ein Fähnchen ran. Das versuche ich ein bisschen einheitlich zu halten. Das habe ich jetzt bei allen hier gemacht. Ja, und nachdem ich die Schriftzüge ausgeschnitten habe, färbe ich mir hier noch einmal die Ränder alle mit schwarzem Edding ein. Da nehme ich mir ein Schmierpapier und fahre einfach einmal komplett rundherum. Danach nehme ich mir noch einen schwarzen Feinliner und mache da so ja, rundherum so kleine Strichelchen, wie so eine Naht oder wie man das nennt. Das finde ich, das gibt dem irgendwie nochmal so einen schöneren Look. Ja, und nachdem ich das fertig habe, habe ich mir hier so ein paar Formen ausgestanzt, die ich dann als Hintergrund nehme. Und dann habe ich mir noch ein Motivpapier rausgesucht. Jetzt hier dieses karierte. Das ist, glaube ich, von Lawnfawn. Auch hier färbe ich mir wieder die Ränder schwarz ein und nehme dann auch wieder den Feinliner und ziehe da so eine gestrichelte Linie noch einmal rundherum am Rand. Das mache ich auch bei allen Vieren. Nachdem ich das dann fertig habe, lege ich mir nochmal den Hintergrund zurecht. Ja, und dann lege ich mir im Prinzip erstmal alles so zurecht, wie ich es schön finde, bevor ich das dann festklebe. Und ja, hier habe ich jetzt das Karierte nach hinten. Dann klebe ich meistens ja erst den Schriftzug auch an. Und ja, dann dekoriere ich das hier so ein bisschen, wie ich mir halt zurechtgelegt habe. Und die Schweinchen, die nehme ich so 3D-Klebepads, dass die nochmal so ein bisschen erhoben sind. Und die klebe ich dann zum Schluss oben drauf. Ja, und dann sind die auch schon fast fertig. Jetzt dekoriere ich hier bei dem Schweinchen noch mit einer Fliege, dem linken. Und ja, jetzt fehlt im Prinzip nur noch ein Hintergrundpapier, wo man die Card Candies dann mit schön einpacken kann. Da suche ich mir hier gerade was raus, aber kann mich nicht so recht entscheiden. Und dann lege ich die halt auf verschiedene Hintergründe, bis dass ich denke, dass mir eins gefällt. Und ja, dann schneide ich das Hintergrundpapier noch auf die richtige Größe, wie groß ich das halt haben möchte. Hier habe ich mich jetzt für den gelben Hintergrund entschieden. Dann nehme ich hier gerne diese kleinen 3D-Klebepads vom Action, weil die nicht ganz so stark kleben. Und dann
klebe ich die auf und dann ist das Card Candy Set auch fertig. Und das war es auch schon. Ihr könnt mir ja gerne mal sagen, wie euch das gefallen hat. Und dann würde ich sagen, tschüss.